Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und so weiter. Alles Dinge, für die wir immer mehr und immer bessere Halbleiter brauchen. Der Halbleitermarkt ist ein riesiger Markt und ein wachsender Markt. Aber die allermeisten Anbieter produzieren ihre Chips gar nicht selber. Das tun nur wenige große Konzerne. Und unter denen ist jetzt ein Kampf ausgebrochen um die Weltherrschaft, wenn man so will. Was heißt das für uns Anleger? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Weihnachten ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen vorbei und ich hoffe, Sie haben alle Ihre Geschenke noch rechtzeitig bekommen. Die Spielkonsolen, Fitnessuhren, sprechenden Barbies. Viele Produkte waren diesmal wirklich knapp wegen dem Halbleitermangel. Bill Gates sind sogar die Chips ausgegangen für die Corona-Impfungen. Haben Sie nicht gewusst? BioNTech und Moderna werden seit Wochen schon verimpft ohne Überwachungschips. Also lassen Sie sich jetzt impfen. Das ist jetzt die große Chance. Manche Leute sagen ja, das mit dem Chippen, das sei jetzt auch nur eine plumpe Verschwörungstheorie. Aber wenn es nicht so ist, wo sind dann plötzlich die ganzen Halbleiter hin? Aber Scherz beiseite, was wirklich stimmt zum Beispiel, das ist ja, dass man für die Chipproduktion, also für die Aufbringung von den Transistoren auf die Wafer, dafür braucht man Photolithografie-Maschinen mit extrem ultravioletter Strahlung. Die produziert nur die Firma ASML aus Holland. Aber sie kann davon zurzeit nicht genug produzieren, weil auch sie leidet unter der Halbleiterknappheit. Sie und ihre Zulieferer. Das ist die Kursentwicklung von ASML. Auch ein sehr interessantes Unternehmen, aber die Aktie ist natürlich nicht mal ganz billig. Aber wie auch immer, der globale Halbleitermarkt ist riesig und man kann vermuten, dass er auch in Zukunft stark wächst und es gibt da auch viele spannende börsennotierte Unternehmen. Es gibt aber gar nicht mal so viele Unternehmen, die auch wirklich selbst Halbleiter produzieren. Viele entwickeln diese Halbleiter nur und lassen die dann herstellen von anderen Unternehmen. Das sind dann die sogenannten Auftragsproduzenten. Und dass das so ist, das liegt einfach daran, dass Halbleiterproduktion wahnsinnig teuer ist und der Wettbewerb ist da eben auch sehr, sehr hart und man muss immens auch investieren da, wenn man jetzt nicht ins Hintertreffen kommen will, technologisch. Und darauf haben die allermeisten Halbleiterfirmen eben keine Lust und geben darum die Produktion auch an andere ab. Nur jetzt, wo wir natürlich diese Halbleiterknappheit haben und wo wir auch Lieferkettenprobleme haben und wo wir ja auch verstärkt wieder politische Probleme haben, da werden im Westen die Stimmen lauter, die sagen, das ist eigentlich eine ganz üble Abhängigkeit, in die wir da gekommen sind. Aber wie so oft nicht ganz unverschuldet. Halbleiter werden heute hauptsächlich produziert in Asien, aber man hat den Asiaten eben das Geschäft auch ganz gern überlassen. Und heute ärgert man sich wieder drüber, so wie in vielen anderen Bereichen auch. 1990 zum Beispiel, da sind in den USA immerhin noch 37% aller Chips produziert worden. 2020 waren es dann aber nur noch 12%. Der größte Chipproduzent der Welt ist inzwischen Samsung Electronics. Und der größte Auftragschipproduzent der Welt, das ist Taiwan Semiconductor Manufacturing, auch genannt TSMC. Bei uns nicht so bekannt, obwohl Taiwan Semiconductor inzwischen beim Börsenwert Tencent überholt hat und ist heute das wertvollste börsennotierte Unternehmen aus Asien. Und das ist die Kursentwicklung auf 5 Jahre in Euro. Und was da besonders bemerkenswert ist eigentlich, obwohl wir ja jetzt seit Jahresbeginn im Technologiesektor eine Korrektur haben, die schon spürbar ist, hat diese Aktie letzte Woche jetzt nochmal ein neues Allzeithoch erreicht. Ist also gegen den Trend im Sektor gestiegen. Und viele von Ihnen wissen ja, in unserem Zukunftsmärkte Insider, da haben wir die Aktie vor ein paar Monaten schon ins Depot gekauft. Das war mein Kollege Eric.
Ehre, wem Ehre gebührt. Der Zukunftsmärkte Insider, das ist unser Premium-Dienst für Aktien aus den Emerging Markets oder mit Bezug zu den Emerging Markets mit zwei Musterdepots, damit Sie das auch mal gehört haben. Aber wenn Sie jetzt sagen, naja, für so ein Bezahlprodukt, da bin ich jetzt noch nicht ganz so weit, dann haben wir für Sie ja immer noch unsere kostenlosen Zukunftsmärkte-Reports jede Woche. Also die bieten nämlich auch schon einiges, aber dazu komme ich gleich noch. Okay, viele Konzerne, haben wir gesagt, brauchen ja hochleistungsfähige Chips, so wie Apple zum Beispiel oder auch Sony. Die lassen sie produzieren von Taiwan Semiconductor. Und auch viele reine Halbleiterkonzerne, also so wie Nvidia, Qualcomm, AMD und so weiter, lassen auch ihre Chips produzieren von Taiwan Semiconductor. Sie könnten es auch selbst gar nicht. Taiwan Semiconductor kann es und hat dadurch letztes Jahr nochmal ein Umsatzwachstum erzielt von 19% auf 57 Milliarden Dollar und einen neuen Rekordgewinn von 21 Milliarden Dollar, woran man auch sieht, was wir da für üppige Gewinnmargen haben in dem Geschäft. Und das Erstaunlichste ist aber eigentlich der Marktanteil. Hier die Umsätze von den großen Auftragsherstellern, den sogenannten Foundries, laut Hardware Times, die haben wir hier im zweiten und dritten Quartal 2021. Und die beiden Spalten rechts, das ist der Weltmarktanteil in diesen Quartalen dann jeweils. Ganz oben Taiwan Semiconductor mit einem Weltmarktanteil von 53%. Das heißt, die produzieren mehr Chips im Auftrag als alle anderen Anbieter zusammen. Platz 2, Samsung, ist da nur bei 17%. Samsung ist ein großer Chipproduzent, wie gesagt, vor allem bei klassischen Speicherchips, da sind sie Weltmarktführer. Hier in der Tabelle geht es jetzt aber eben nur um die Auftragsproduktion. Dann kommt United Microelectronics, auch aus Taiwan, Global Foundries aus den USA. Und dann auf Platz 5 und 6 kommen schon zwei Chinesen, nämlich Semiconductor Manufacturing International und Hua Hong. Sind beide börsennotiert. Und das ist besonders interessant, weil China ja einen riesigen Halbleiterbedarf hat. Also es hat 2020 für 380 Milliarden Dollar Halbleiter importiert. Und weil China da stark abhängig ist und weil es da ja auch schon Drohungen gegeben hat und Sanktionen von Westen, dass man China da vielleicht von dieser Technologie abschneidet. Darum will China jetzt mit einem riesigen Aufwand eine eigene konkurrenzfähige Halbleiterindustrie hochziehen. Und die Konstellation ist natürlich auch für Anleger interessant. Und darum kriegen Sie von uns jetzt eben auch einen gratis Zukunftsmärkte-Report speziell zum chinesischen Halbleitersektor. Ein Update zu diesem Sektor inklusive Aktien. Und dieser Report geht morgen raus. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, einfach noch schnell dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter diesem Beitrag. Gut. Noch ist es aber so, noch ist der größte Auftragsproduzent Taiwan Semiconductor. Jetzt hat allerdings Samsung im Jahr 2020 gesagt, Auftragsproduktion von Halbleitern, das ist unser neues Wachstumsfeld. Da greifen wir jetzt auch an, da buttern wir jetzt rein. Und 2022 haben wir Taiwan Semiconductor überholt, haben die damals gesagt. Ist eine Kampfansage und Samsung ist auch nicht irgendwer natürlich, sondern wie gesagt, der Halbleiterhersteller Nummer 1 und auch sonst ein riesiger Konzern, der natürlich Unmengen von Geld auch mobilisieren kann. Es heißt Kampf um die Weltmacht hier und es wird sehr spannend. Bis jetzt ist es aber noch nicht so gut gelaufen da für Samsung. Wir haben ja die Statistik gesehen. Der Weltmarktanteil von Samsung ist ja im dritten Quartal sogar nochmal leicht geschrumpft. Und dass sie Taiwan Semiconductor dieses Jahr überholen, so wie sie es eigentlich mal angekündigt haben, das ist völlig abwegig im Moment. Taiwan Semiconductor ist technologisch voraus, vor allem bei der 5-Nanometer-Produktion. Das ist in der Massenproduktion zurzeit das allerhöchste der Gefühle. Mehr geht im Moment da auch nicht. Und 92% von allen Halbleitern auf 5-Nanometer-Basis produziert Taiwan Semiconductor zurzeit und verdient damit eben auch richtig Geld.
Und außerdem, Taiwan Semiconductor hat auf diese Herausforderung jetzt auch reagiert mit einer riesigen Investitionsoffensive. Hat angekündigt, sie werden die nächsten Jahre 100 Milliarden Dollar investieren in die technologische Weiterentwicklung. Davon 44 Milliarden Dollar allein in diesem Jahr. Das sind 77% vom Umsatz, nicht vom Gewinn wohlgemerkt, vom Umsatz. Samsung dem gegenüber wird nur 35 Milliarden Dollar investieren in die Chipsparte, aber eben in die gesamte Chipsparte. Und der Anteil von der Auftragsproduktion ist da ja noch bei unter 10%. Mit anderen Worten, Samsung wird also deutlich weniger Kapital da reinstecken. Samsung will jetzt schnell in die 3-Nanometer-Produktion reinkommen mit einem sogenannten Gate-All-Around-Produktionsprozess, wo schon einige Analysten auch sagen, das hört sich jetzt gar nicht schlecht an. Aber auch Taiwan Semiconductor investiert natürlich in 3-Nanometer-Halbleiter. Und bei den Summen, die die investieren jetzt im Moment, da kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass die da jahrelang noch die Nase vorn haben werden. Auf der anderen Seite, man soll Samsung auch nicht unterschätzen jetzt. Samsung ist ein Konzern, der bis jetzt noch alles geschafft hat, was er sich vorgenommen hat. Sie haben zum Beispiel bei Fernsehern, Bildschirmen und Displays, da haben sie die Japaner damals, die damals ja übermächtig waren, wirklich, die haben sie wirklich an die Wand gedrückt. Und bei Speicherchips, da sind sie derart effizient inzwischen auch, dass sie da die Konkurrenz regelrecht zerstört haben, muss man so sagen. Sie sind außerdem seit Jahren der größte Smartphone-Hersteller und sie sind es jetzt auch wieder, haben jetzt also Xiaomi wieder überholt. Und gerade im Smartphone-Markt, wen hat man da nicht schon alles kommen und wieder gehen sehen? Von daher, wenn Samsung was anpackt, ziehen sie es in der Regel auch meistens gnadenlos durch. Und trotzdem ist die Aktie von Samsung Electronics, die Vorzüge jetzt, die sind nur bewertet mit einem KGV auf den fürs letzte Jahr erwarteten Gewinn von 12,5. Ist für einen Technologiekonzern nicht besonders viel. Bei Taiwan Semiconductor haben wir schon einen KGV von 28. Und hier Samsung in Euro 5 Jahre die Vorzugsaktie. 2010, 2020 sind sie gut gestiegen. Letztes Jahr haben sie aber enttäuscht. Auch das war untypisch im Technologie- und Halbleitersektor. Und Samsung ist für Asien-Investoren eigentlich immer so ein Basisinvestment gewesen. Inzwischen ist es aber eher so, dass man zwar schon weiß, dass das ein ziemlich gutes Unternehmen ist, aber die Märkte, wo die agieren, die sind eben schon sehr groß, sind schon relativ ausgereift, sodass es schwer ist, wahrscheinlich da nochmal so richtig zu wachsen. Und bei Smartphones, bei Speicherchips, bei Bildschirmen, überall gibt es außerdem Konkurrenz. Bei Smartphones und Fernsehern neue harte Konkurrenz aus China. Bei Speicherchips rechnet man außerdem mit fallenden Preisen die nächsten Monate. Trotzdem, ich würde die Aktie jetzt auch nicht abschreiben. Es ist auch eine zyklische Aktie, definitiv. Aber eben von einem Unternehmen, das bis jetzt aus jedem Zyklus gestärkt wieder rausgekommen ist. Und das können wirklich nur wenige Unternehmen von sich sagen. Insofern ist es schon auch eine Aktie, wo man sich bei Schwäche auch ab und zu mal ein paar Stück kaufen kann. Und es gibt da jetzt aber einen neuen, noch einen neuen Herausforderer, nämlich Intel. Intel will jetzt Samsung und Taiwan Semiconductor bis 2025 überholen, unter anderem mit Auftragsfertigung, mit der Intel Foundry. 2020 hat Intel die Amerikaner noch geschockt, weil sie gesagt haben, wir lagern jetzt auch Halbleiterproduktion aus, vor allem an Taiwan Semiconductor übrigens. Und jetzt wollen sie aber plötzlich in die Auftragsproduktion rein. Klingt vielleicht ein bisschen konfus, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, weil sie sich dann in der Produktion eben auf das fokussieren können, was sie wirklich können. Die Aktie ist die letzten Jahre, die Intel-Aktie, die letzten Jahre stark hinter anderen Chip-Aktien zurückgeblieben und hat ein KGV jetzt von unter 10. Waren aber die letzten Wochen auch im Vergleich zum übrigen Technologiesektor ziemlich stabil. Intel wird ja vorgeworfen, sie hätten da wichtige Trends in der Halbleiterindustrie wirklich verschlafen und dass sie so viel selbst produziert haben an Halbleitern, das hat dem Aktienkurs sicher auch geschadet. Aber das sieht man jetzt eben anders am Markt und die Aktie ist auf dem aktuellen Niveau jetzt sicherlich auch nicht uninteressant, aber Intel wird auch viel investieren müssen für das, was sie jetzt angekündigt haben und was sie sich vorgenommen haben.
und dass sie in der Auftragsproduktion jetzt die nächsten Jahre ein ernster Gegner werden von Taiwan Semiconductor oder von Samsung, das kann ich mir erstmal weniger vorstellen, ehrlich gesagt. Da muss wirklich noch viel passieren. Und dieses Argument, dass die Chipproduktion jetzt wieder zurückgeholt werden muss in die USA, damit geht ja der Intel-Chef gerade überall hausieren. Das wird auch gerade unterlaufen von Taiwan Semiconductor und von Samsung auf sehr kluge Weise. Taiwan Semiconductor baut gerade eine erste Chipfabrik in Arizona und Samsung eine weitere in Texas. Aber was machen wir mit der Aktie von Taiwan Semiconductor? So toll der Laden ist, aber man würde ja jetzt auf Allzeithoch kaufen in einer sehr zyklischen Branche auch. Und wenn man da so hört jetzt auch, wie viel Geld da von allen gerade investiert wird, da wird einem schon ein bisschen anders. Und die Zweifel sind berechtigt und ich sehe den Sektor teilweise auch durchaus kritisch. Aber sogar jemand wie Morningstar, die Anfang Januar eine Halbleiterstudie rausgegeben haben, die wirklich richtig pessimistisch ist, in der sie sagen, es werden gerade so viele Kapazitäten hochgezogen, dass wir 2024 plötzlich wieder einen riesen Angebotsüberschuss haben werden, eine richtige Halbleiterschwemme. Gerade eben auch so bei Autohalbleitern und so Dinge für Internet of Things und sowas. Aber sogar bei Morningstar ist man der Meinung, dass sich Taiwan Semiconductor gut schlagen wird, dass sie profitieren werden die nächsten Jahre von ihrem Technologievorsprung, gerade eben auch bei den Hochleistungschips, sodass sie trotz dem erwarteten Sektorabschwung auch die nächsten 4-5 Jahre gegen den Trend wahrscheinlich Umsatzwachstumsraten haben werden, so von 14-15% nochmal pro Jahr. Ich würde dann noch zu bedenken geben, das kann schon sein, dass dann aber wahrscheinlich trotzdem mit deutlich niedrigeren Cashflows als heute, wegen der hohen notwendigen Investitionen natürlich. Und das muss der Markt auch erstmal schlucken und wegstecken, ist völlig klar. Aber trotzdem, zumindest wenn man es mittelfristig sieht und wenn man es langfristig sieht, es ist eine gute Aktie mit einem von einem deutlich überdurchschnittlichen, von einem sehr erfolgreichen Unternehmen in einem Sektor, der mittelfristig eben auch wachsen wird. Wir werden immer mehr Halbleiter brauchen. Es wird immer weniger Unternehmen geben gleichzeitig, die herstellen wollen und auch können zu wettbewerbsfähigen Preisen noch. Und denken Sie an all die Dinge, die wir ja in Zukunft noch ganz, ganz dringend brauchen werden. Selbstfahrende Dampfhochdrucksreiniger, sprechende Toilettendeckel oder auch das viel beschworene Metaversum. Und nicht zu vergessen, das Schürfen von den letzten 10 Bitcoins, die man noch schürfen muss. Eine Mammutaufgabe für die Menschheit, da ist der Klimawandel nichts dagegen. Und für all das brauchen wir eben hochleistungsfähige Halbleiter. Darum ist es eben auch auf mittlere, langfristige Sicht ein sehr zukunftsträchtiger Sektor, das Ganze. Und das war's. Denken Sie auch noch an die gratis Zukunftsmärkte-Reports von uns diese Woche zum chinesischen Halbleitersektor. Dieser Report geht morgen raus, also einfach noch eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.